Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken, ist heute Morgen, genau genommen vor 2 Stunden, hier in Kiew eingetroffen, mehrere Tage vor Ort, nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen Städten. Herr Bartsch, der ukrainische Präsident, war jetzt in Europa, in mehreren europäischen Hauptstädten, ist mit vollen Koffern, wenn man so will, zurückgekommen, was Waffen angeht. Jetzt sind Sie hier in die ukrainische Hauptstadt gereist, mit leeren Händen oder nicht mit leeren Händen? Nicht mit leeren Händen. Wir hatten auch sehr, sehr viele Koffer, allerdings mit medizinischen Hilfsmitteln, Hilfsgütern. Ich bin gemeinsam mit Gerhard Rabert, der auch Medizinprofessor ist, hier, und wir haben eine ganze Menge mitgebracht und wollen uns natürlich auch vor Ort ein Bild machen, wie die Situation in Kiew, in Kharkiv, in Irpin ist. Ich glaube, dass das ziemlich wichtig ist. Aber es ist gelebte, auch konkrete Solidarität mit dem, was wir im Auftrag des Vereins von Gerhard Rabert hier mitbringen. Lassen Sie uns über das sprechen, was Großbritannien und die Niederlande jetzt versprochen haben. Eine Kampfjet-Koalition. Es geht um den F-16. Großbritannien selbst hat keine F-16-Kampfjets, die Niederlande schon, andere Länder auch, die USA auch. Ist das ein Vorstoß in die richtige Richtung? Unterstützen Sie das? Sie wissen, dass wir als Linke das sehr kritisch sehen, weil Russland hat unendlich viele Eskalationsmöglichkeiten. Und wir sind der Auffassung, dass man schnellstmöglich zu Friedensverhandlungen kommen sollte. Mir würde eine europäisch abgestimmte Friedensinitiative viel, viel mehr nutzen als Waffenlieferungen, weil die erhöhen die Gefahr der Eskalation. Und deshalb haben wir dort eine kritische Haltung. Ja, ich sehe, dass hier mit den Abwehrsystemen auch Raketen abgefangen werden. Das ist sicherlich eine sinnvolle Sache. Aber insgesamt ist unsere Position schnellstmöglicher Frieden und das auf dem Verhandlungswege. Gott sei Dank gibt es jetzt erste Anzeichen in diese Richtung. Ich kann mir nur wünschen, wie viele in Deutschland, dass dieser Krieg schnellstmöglich beendet wird. Der chinesische Sondergesandte ist ja jetzt auch in der Stadt zum Thema Verhandlungen, reist weiter nach Moskau, auch in die europäischen Hauptstädte. Wie hat man sich oder wie kann man sich Verhandlungen momentan vorstellen? Hier in Kiew wird ja eine Verhandlung an den Tisch setzen mit Moskau momentan komplett ausgeschlossen. Also wie soll das gehen? Na gut, das ist im Moment ausgeschlossen, aber ich bin sicher, dass man am Ende zu einer Verhandlungslösung kommen wird. Die Frage ist, wann, und ich werbe dafür, das möglichst schnell zu machen. Ich finde die chinesische Initiative, wie die aus Israel oder aus Brasilien, all das begrüße ich ausdrücklich. Und ich bin relativ sicher, dass, wenn es dann überhaupt mal dazu kommen sollte, dass ein Waffenstillstand genannt werden kann, dass die Diplomatie stärker werden kann, ist das ein gutes Zeichen. Deshalb, ja, es ist gut, dass chinesische Gesandte hier sind. Ja, es ist gut, dass es überhaupt Möglichkeiten gibt. Und ich finde auch toll, dass Zelensky sagt, ja, das ist eine Möglichkeit. Das, finde ich, sollte man, jedes zarte Pflänzchen in diese Richtung, sollte man gießen und sollte man möglichst zum Erblühen bringen. Sie haben nicht erst durch den heutigen Besuch, sondern auch ansonsten Kontakt in die Ukraine, auch nach Russland. Haben Sie den Eindruck, dass die Ukrainer, ich spreche jetzt nicht von Präsident Zelensky, ich spreche von den Menschen, dass die überhaupt bereit sind zu sagen, ja, wir müssen uns an einen Tisch setzen? Oder ist es so Ihrer Einschätzung nach, dass die Ukraine nur dazu bereit ist, wenn wirklich alle besetzten Gebiete, von Russland besetzten Gebiete, zurückgegeben werden? Ich glaube, dass es sehr differenziert ist. Ich kenne auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die sehr schnell zu einem Waffenstillstand kommen wollen. Das hängt natürlich mit der Nähe zu den Kampfgebieten zusammen. Und dort ist man selbstverständlich mit dem Ziel vertraut, dass man möglichst einen Waffenstillstand will. Ja, die Souveränität der Ukraine ist unbestritten, selbstverständlich die territoriale Integrität. Wir haben damals die Annexion der Krim als völkerrechtswidrig verurteilt. Das bleibt auch so. Und trotzdem, am Ende des Tages ist es notwendig, dass es möglichst schnell zum Frieden kommt. Die Eskalationsmöglichkeiten Russlands sind groß. Die Gefahr, dass dieser Krieg sich ausweitet, ist groß. Deshalb, jede Initiative in diese Richtung ist zu begrüßen. Und ich glaube, dass es auch in der Ukraine wie in Russland am Ende des Tages Bereitschaft geben wird. Bevor es zu Verhandlungen kommt, müssen weiterhin Waffen geliefert werden aus Deutschland und anderswo? Ich spreche nicht von Kampfflugzeugen, sondern von auch Artillerie und anderen Waffen. Also wir alle wissen, ohne die humanitäre Hilfe, ohne die finanzielle Hilfe, auch ohne die militärische Hilfe, würde es die Ukraine vielleicht heute so nicht mehr geben. Unsere kritische Haltung dazu bleibt, das ist unbestritten, weil ich nochmal, ich wiederhole das, die Eskalationsmöglichkeiten sind groß, die Gefahr eines Flächenbrandes ist sehr groß, deshalb Zurückhaltung auf diesem Feld. Wir als Linke haben uns immer gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Ich sage aber auch, dass es hier jetzt den Abfang von Raketen gibt, auch mit einem deutschen System. Das kann man auch als Linker nicht falsch finden. Haben Sie den Eindruck, dass Sie als Linker, wie Sie sagen, willkommen sind, auch mit der Einstellung, die Sie mitbringen?
Ja, ausdrücklich. Man soll auch wissen, dass es in Deutschland sehr wohl differenzierte Sichten gibt. Das, was bei uns im Inland ist, dass es nur eine Möglichkeit gibt, und das heißt mehr Waffen, schwerere Waffen, schnellere Lieferungen, das ist nicht die Position des Landes, sondern selbstverständlich, viele haben Fragen. Und ich finde, Nachdenklichkeit, das Nutzen von Diplomatie steht uns gut zu Gesicht. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie nicht mit leeren Händen gekommen sind, medizinische Hilfsgüter. Nach dem, was Sie hören, was braucht die Ukraine Ihrer Einschätzung nach am meisten? Waffen, wird man natürlich hier im Präsidentenpalast sagen. Was noch? Na, ich glaube, dass gerade medizinische Hilfe sehr wichtig ist. Ich glaube, dass die humanitäre Hilfe enorm wichtig ist, die Deutschland leistet, viele vor Ort. Und ich glaube, dass wir einen Beitrag leisten müssen, dass die Bereitschaft im Lande dafür erhalten bleibt. Aber ich finde, ein kleiner Beitrag, wie den wir hier leisten, in besonderer Weise der Verein von Professor Trabert, das ist enorm wichtig. Und da können viele auch in unserem Land noch mehr tun, gerade auf dem humanitären Sektor. Gerade Verwundete, Verletzte, denen muss man noch mehr helfen. Dietmar Bartsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben mir erzählt, Sie werden auch nach Charkiw weiterreisen. Charkiw auch immer wieder eine Stadt, die angegriffen wird und wurde in den vergangenen Tagen. Es hat Tote, Verletzte gegeben. Also passen Sie da auch gut auf sich auf und damit zurück nach Berlin.